Leute, wir sind zurück bei Pokémon Leuchtende Perle in der Nuzlocke-Challenge mit mir, dem guten Train. Ja, wir haben im letzten Part unseren Rivalen besiegt. Wir hätten fast unser Pong verloren bei dem Kampf gegen den scheiß Abra mit scheiß Ladestrahl. Ja, und jetzt sind wir aufs gute 203. Wir werden hier jetzt unseren nächsten Encounter fangen. Wünsche uns Glück, dass es was Gutes ist. Schauen wir mal. Wir haben einen Versuch. Einen einzigen. Shit! Bleib drin, Abra, bitte! Ja! Oh, wir haben es gefangen! Oh, zum Glück! Oh, nice, Alter! Oh, scheiße, Alter. Oh, no, Alter. Oh, wie nenne ich dich denn? Ich nenne dich einfach Psycho. Fertig. Psycho wurde in den Team aufgenommen. Oh, das war so ein Glück, dass wir Abra gefangen gekriegt haben. So, Leute, ihr dürft euch nicht wundern. Ich schreibe mir die Routen nebenbei auf. Wenn ich trotzdem irgendeine Route vergesse, wo ich noch einen Encounter habe, die Städte schreibe ich mir jetzt explizit noch nicht auf, weil in einigen Städten können wir bestimmt auch noch einen Encounter fangen. Nur damit ich das für mich habe, damit ich weiß, wenn wir auf einer Route sind, welche wir schon abgegangen sind. So, Route 203 hätten wir. Oh, das war so knapp, Alter. Jetzt haben wir ein Abra. Sehr, sehr nice. Abra wird hoffentlich mal richtig gut. Psycho ist Level 4. Was kann er? Er kann Teleport, ne? Er kann nur Teleport. Hätten wir den nicht gefangen, wir hätten einfach wegteleportiert und wir hätten gar keinen Encounter gehabt. Also im Moment ist Psycho noch useless. Aber ich hoffe, Psycho wird mal ein richtig guter Encounter. Aber wir haben jetzt einen Abra, sehr schön. Ja, auf in den nächsten Trainerkampf. Ich bin voller Energie, meine Pokémon geben mir Kraft. Abra ist der schlimmste Encounter, der uns hätte treffen können, auf normalem Wege. Weil meistens ist es relativ schwer, einen Abra zu fangen. Wir haben richtig Glück gehabt, dass Abra im Ball drinne geblieben ist. Das war wirklich Glück. Wir können Char... Ja, das ist richtig useless, aber egal. Aquaknarre. Alter, ich bin Level 11. Du dürftest fast nichts mehr machen. So, damit haben wir Gott höchstpersönlich erledigt. Geiler Gott, ne? Oh, da kommt ein Zubat an, Alter. Der könnte sogar gefährlich werden. Ja, wir haben die Flinkklaue. Sehr geil. Zubat hätte uns sonst mit Sicherheit outspeedet. Erstauner. Ha, süß. Nee, Zubat hätte uns nicht outspeedet. Gut, denn war die Flinkklaue, dass die sich getriggert hat, war halt useless. Alles klar, hätte ich nicht gedacht. Egal. Passiert, ne? So, damit hat Psycho schon Level 5 erreicht. Sehr gut. Zubat, Bidiza. Oh nein. Tja, Brudi, das ist dein Ende gewesen. Wusstest du eigentlich, dass das ganz oben in deiner Teamliste aufgeführte Pokémon als erstes in den Kampf geschickt wird? Oh ja, das, Mann, oh Gott, egal. Wir haben einen Pokéball gefunden, ja moin. Wir haben gerade den Pokéball wiedergekriegt, den wir verschwendet haben, sehr geil. Das Schild kann ich nicht lesen. Doch, Pokémon-Attacken verfügen über Angriffspunkte, AP, die mit jedem Einsatz im Kampf sinken. Schau in einem Pokémon-Center vorbei, um sie auffüllen zu lassen. Okay. Ich zeige dir, wie eng mein Pokémon und ich miteinander verbunden sind. Genau. Zeig mir, wie eng deine Pokémon du und deine Pokémon miteinander verbunden sind. Da bin ich sehr gespannt drauf. Kleinschein. Okay, das könnte tatsächlich mal der erste richtige Einsatz für Bratan sein.
Käfer tut's. Oh nein. Gut, der Spezialangriff interessiert uns einen Scheißdreck. Wir greifen nämlich nur mit normalen Angriff an. Yes, Bratan rasiert, Alter. Damit erreicht Psycho schon mal Level 6. Jetzt bin ich traurig. Tja, Detlef, das war's dann wohl für dich. Sehr nice. Wir haben Detlef... Oh Gott, wir haben Detlef wegrasiert. Ich suchte nach einem Pokémon und fand einen Trainer. Wenn du nach einem Pokémon suchst, Annette, dann geh ins Gras. Ach komm. Schon wieder? Mann, die ganzen Trainer hier haben aber relativ viele, davon haben Gott im Team. Hier können wir drinnen bleiben mit Pong. Pong rasiert ihn nämlich alle One-Hit. Es wird jetzt, ab jetzt wird es übrigens... Oh, Knospi. Dann wechseln wir mal rein zu Bratan. Bratan kann hier mehr machen. Der Absorber. Naja, war klar, dass du sowas kannst. Einmal den Flügelschlag, please. Sehr schön. Passt. Und damit erreicht Bratan Level 10. Oh, auch ein Starer Lilly. Dann heißt es jetzt Starer Lilly gegen Starer Lilly. Ich bleibe mit Bratan drinne. Flügelschlag. Im nächsten Part schreibe ich mir übrigens auf, wie die Wesen unserer jetzigen Pokémon alle so sind. Also von Psycho. Huch, das war schon? Was hast du erwartet? Bist du auch ein Trainer? Ja, gut. Du kommst genau richtig für ein Kräftemessen und danach trete ich in der Pokémon-Arena an. Sebastian möchte gerne mit uns kämpfen. Oh! Ein Macholo! Du bist doch der richtige Gegner für meinen Bratan, Alter. Fußkick. Flügelschlag. Tja, Bratan rasiert ihn halt einfach weg, ne? Geil. Tschüss. Sehr schön, gleich mal drei Pokémon am Level erreicht. Gott, Pong und Psycho. Psycho könnte endlich mal seine erste Psycho-Attacke lernen. Das wäre sehr nice, dann könnten wir ihn im Kampf auch verwenden. Und Sebastian ist weg vom Fenster. Vielleicht bin ich doch noch nicht bereit für die Arena. Nee, bist du nicht, Brudi. Selbst ich bin noch nicht bereit für die Arena. Ich habe einen hübschen Orden vom Arenaleiter in Erzelingen bekommen. Oh, die hat den Arenaleiter besiegt. Das will ich sehen. Dann müsste sie ein relativ hohes Level haben. Okay, da kommt nun Starer Lilly. Wie gesagt, in der Nuzlocke sind die ersten Kämpfe die schwierigsten. Je weiter wir im Spiel kommen, umso leichter wird es nachher. Umso diverser unser Team wird von den Typen her, umso leichter wird es uns fallen, die Kämpfe zu absolvieren. Die schwierigsten Kämpfe werden in der Pokémon-Liga auf uns warten, tatsächlich. Oh, der hat das überlebt, Alter. Ja, moin, der hat eine gute Spätstef. Hier, klappt's. Das sollte dann reichen. Ja, toll. Danke. Danke, Pong. Du hättest auch vorher mal kritten können, Alter. Das wäre viel nützlicher gewesen, als dass du jetzt krittest mit dem Klaps bei kaum KP. Aquaknarre, bitte. Alter, ihre Pokémon haben starke Spätzlerwerte. Das war's.
Oh, ich hab verloren. La la la. Gern geschehen, dass ich dich verlieren lassen hab. Tipps für Trainer. Wusstest du, dass die Entwicklung eines Pokémon gestoppt werden kann? Drücke dazu einfach während des Entwicklungsvorgangs den B-Knopf. Danke. Danke, Bruder. Wirklich. Okay, zum Beispiel wäre jetzt ein Staralili unser Encounter gewesen. Kann ich hier nochmal ein bisschen auf die Species Claws eingehen? Hätten wir rerollen dürfen, dann können wir jetzt einfach fliehen oder das Pokémon töten und wir hätten ein neues Pokémon fangen können. Und das so lange, bis wir einen Encounter haben, den wir noch nicht haben. So, aber da wir Psycho gekriegt haben, also Abra, hat sich das ja eh erledigt. Ich hätte zwar viel lieber einen Shinux gehabt, weil ein Elektro-Pokémon wäre nicht schlecht. Aber jetzt müssen wir uns mit Psycho zufrieden geben, der halt in der ersten Zeit so absolut useless ist, weil er nichts kann. Eine Sprühdose Schutz. Werden wir uns später öfter kaufen, wenn wir nicht mehr trainieren müssen so viel. Aber ich würde gerne vor der ersten Arena gerne noch die Entwicklung haben. Also ich werde ein bisschen trainieren, dass sich unser Pong vor der ersten Arena noch entwickelt. Selbst mit einem Crit, das würden nur 2 KP mehr sein, ne? Also absolut useless. So, perfekt. Gut. Ich glaube, wir werden noch einmal zum Pokémon Center laufen und uns healen. Und dann werden wir in die Höhle reingehen, weil da haben wir unseren nächsten Encounter noch frei, den wir dann gleich schon wieder fangen können. Das wird dann hoffentlich kein Abra oder so ein Scheiß, Alter. Gut, bei Abra dürften wir jetzt eh rerollen, also wäre das egal, aber trotzdem. So. Normalerweise würde ich jetzt sowas rausschneiden zum Pokémon Center, laufen und sowas, aber da das hier erstmal nur noch ein paar Sekunden sind, lasse ich das mal drinne. Wären wir jetzt weiter vom Pokémon Center weg, wie jetzt, wenn ich das DS-Spiel jetzt playen würde, hätte ich das rausgeschnitten, weil da dauert das ein bisschen länger zum Pokémon Center zu laufen. Ach shit, ja, war klar. So, vor dem fliehen wir jetzt aber mal. Ach komm, Brudi. Hör doch auf damit. Oh, ich hasse RNG, ne? Was ich auf jeden Fall weiß, ist, wir werden 2 legendäre Pokémon als Encounter auf jeden Fall bekommen. Weil die kriegen wir, wenn man einen Speicherstand von Pokémon Schwert und Schild oder Let's Go Pikachu oder Evoli drauf hat. Das habe ich hier. So, die Höhle gilt als separate Route. Das heißt, hier dürfen wir auch einen Encounter fangen. Na, sieh mal einer an. Du hast hier einen Poketch. Du bist aber als Trainer noch ziemlich grün hinter den Ohren, wie? Aber das ist nicht weiter schlimm. Hauptsache, dein Herz schlägt für Pokémon. Und daher schenke ich dir diese TMs. Die TMs enthält die Kampfattacke Zertrümmerer. TMs ermöglichen es dir, Pokémon auf der Stelle Attacken beizubringen. Doch überlege dir genau, wann du sie verwenden willst, denn sie können jeweils nur einmal eingesetzt werden. Außerdem war ich so frei, die App VM-Attacken auf deinem Poketch zu installieren. Wählst du über die App VM-Attacken die Attacke Zertrümmerer aus, kannst du so lästige Felsen aus dem Weg räumen. Um davon Gebrauch zu machen, benötigst du jedoch den Orden der Erdseeling-Arena. VM-Attacken lassen sich nämlich erst einsetzen, wenn du zuvor die dafür nötigen Arena-Orden erlangt hast. Ich bin schon gespannt, welche Fortschritte du machen wirst. Gut. Das ist eines der neuen Features, die es damals noch nicht gab. Das mit den VM-Attacken. Wir brauchen hier keine VM-Sklaven mehr. Wir könnten jetzt, wenn wir den Arena-Leiter hätten, einfach hier raufklicken und dann Zertrümmerer einsetzen. Das ist sehr cool. So, jetzt haben wir aber hier... Das ist unser Encounter. Ein Kleinstein. Nicht schlecht. Kleinstein ist nicht schlecht. Ich muss jetzt gerade mal kurz den Typen von meinem Plinfar gucken. Gut, wir sind nur Typ Wasser. Wie viel macht ein Klaps? Ich kann keine Aquaknarre einsetzen, der stirbt uns sofort weg. Ein Klaps macht erstmal nichts, okay.
Oh nee, Alter, Sandsturm? Gut, das ist schlecht. Ich versuche es einfach mal. Ich setze einen Pokéball ein. Yes! Damit haben wir unseren nächsten Encounter, nämlich einen Kleinstein! So gehört sich das. Damit haben wir den Encounter hier in der Höhle auch gefangen. Sie sind kaum von Felsbrocken zu unterscheiden. Mit ihren robusten Körpern stoßen sie aneinander und darum zu wetteifern, wer am härtesten ist. Ja, und ich weiß auch schon, wie ich dich nenne. Ich nenne dich einfach Rocky. Gut, ich hatte ganz vergessen, bei Abra den Pokédex-Eintrag zu lesen. Das werde ich jetzt sofort nachholen. So, Abra. Selbst im Schlaf ist sein telepathisches Radar aktiv. Bei Gefahr teleportiert es sich sofort. Ja, danke. Das weiß ich auch. Wir können froh sein, dass wir Abra ernsthaft gefangen haben. Das war so ein Glück. So, was wollte ich jetzt? Genau, Rocky. Mal angucken. Wesen lasch. Ja, gut, das kann man machen. Seine Spätzle ist sowieso scheiße. Er kann Steinhaupt, ne? Verhindert Schaden, der durch Rückstoß entstehen würde. Ja, das ist gut. Können ihm ein paar gute Attacken beibringen. Gut, dann gucken wir uns auch gleich nochmal Psychos Ding an. Zart. Kann man auch machen. Das ist nicht schlecht. Ich hätte zwar lieber einen Plus-Spätz-Angriff gewesen gehabt, aber was soll's. So, dann wollen wir aber mal. Gehen wir mal erstmal hier hoch. Ah, hier kommen wir noch nicht lang. Alles klar, dann hier lang. Upp. Wir nehmen Herausforderungen überall und jederzeit an. Das zeichnet uns Trainer ja aus. Camper Ole oder Ole? Oh nein. Shinux. Welches Level bist du? Setz mit Rohr ein, das kann mir egal sein, aber erstmal welches Level du bist. 7. Bratan ist keine Wahl. Gott könnten wir einsetzen, aber ich werde versuchen, den Kampf mit Pong zu überstehen, weil wir können mit den anderen halt einfach noch nichts und die sind zu schwach gelevelt gerade. Gut, wir setzen uns Silberblick ein, sehr schön. Das Glück ist uns hold. Vielleicht werde ich die anderen auch noch ein bisschen offscreen leveln, damit wir sie mal auf ein ordentliches Level bekommen. Gut, Rocky hat ein Level erreicht und Bratan. Rocky erlernt. Oh Gott, ja, Steinpoli, toll. Hm, da hat wohl das Training nicht ausgereicht. Ja, ach was. Was hast du erwartet? Um ein Durchqueren der Höhle Gebühren zu feiern, kämpfen wir jetzt. Das war nicht mal eine Minute gerade ausgehen, um diese Höhle zu durch... Ach, egal, Heidi, komm. Zeig, was du kannst. Ein Knospi, hm. Da können wir chillig zu Bratan rein switchen. Geil. Einwechseln. So, mal gucken. Bratan wird ihn zwar One-Hit weghauen, aber ich bin auf ihr zweites Pokémon gespannt. Oh, Wachstum. Er will es wirklich wissen, aber dein Wachstum, wenn es deine Def nicht verstärkt, ist nutzlos. Tschüss. Du hättest angreifen sollen, um wenigstens ein bisschen Chip-Damage zu machen, aber was soll's. Gut, Psycho hat Level 9 erreicht. Sehr gut. Aber er lernt halt einfach keine Attacke. Ne? Oh, Anton. Anton ist interessant. Gut, der Effekt ist egal. Wir hatten keine wetterbedingten Effekte. Das wäre nur cool gewesen, wenn Sandsturm ist oder so. Ja, Bratan rasiert den fast weg. Oh, Kacke. Ach, das war ein Crit. Ja, toll. So, dann einmal Ruckzuckieb. Prio-Angriffe sind immer gut.
brauchen wir uns keine Sorgen um sowas machen, wenn die Gegner wenig Leben haben. So, das war's für dich, Heidi. Ich schätze, man kann auch eine Niederlage irgendwie feiern. Kann sein. Man lernt halt daraus, ne? So, gehen wir raus. Ist das immer noch Route 203? Nee, wir sind schon in Erzillingen. Geil. Erzillingen, eine Stadt voller Energie. Hallo, Trainer. Hör mal, wenn du ohne einen einzigen Orden daherkommst, werden die anderen Trainer dich nicht für voll nehmen. Damit das nicht passiert, zeige ich dir jetzt mal, wo hier die Arena zu finden ist. Oh, da wartet ja schon jemand. Ja, vergiss es, Alter. Nee, Brudi. Ich will erstmal ins Pokémon Center. Vorher mache ich gar nichts. Nicht, dass Drex uns jetzt gleich wieder richtig hart verhauen will, Alter. Wie im letzten Part schon fast. Und dann werden wir erstmal jetzt im Rest dieses Parts noch Erzillinger erkunden. Wir haben schon fast ein ganz volles Pokémon-Team. Nur ein Pokémon davon ist useless, ne? Also zwei mit dem Gott. Aber das war's dann auch. Schalte einen beliebigen Pokémon-Center, den PC ein, um Pokémon zu lagern oder deinem aktiven Team hinzuzufügen. Außerdem kannst du auch über das Spielmenü auf diese Funktion zugreifen. Ja, irgendwie schon, ne? Ich glaube, das war über Pokémon. Nee. Aber wo sonst? Wenn du dein Aussehen beim Betreten des Connex Clubs... Oh, hier steht noch Connex Club. ...verändern möchtest, dann sprich die Empfangsdame links im ersten Stock an. Das probieren wir jetzt mal aus. Herzlich willkommen. Bei mir kannst du eine Art Transformation für den Connex Club durchführen. Möchtest du dein Aussehen innerhalb des Connex Clubs ändern? Ja. Das Aussehen welches Trainertypens würdest du gerne annehmen? Ah, okay. Wir können hier das machen, was wir wollen. Gut. Aber wir bleiben lieber wir selbst. Also, ihr könnt euch da halt aussuchen, welcher Trainertyp ihr sein wollt. Wenn du deine... Ach so, den hatten wir ja gerade. Juhu, ich habe im globalen Club ein Pokémon getauscht. So, aber irgendwie... wurde uns ja gerade auch gesagt, wir können da vom Spielmenü aus zugreifen. Oder wir haben die Funktion halt noch nicht freigeschaltet und kriegen sie nachher erst. Das kann halt auch sein. Gut, dann erkunden wir jetzt nochmal Erzillingen in den letzten paar Minuten. Hier in der Nähe erhebt sich ein gewaltiger Berg gen Himmel, der Sinnoh gewissermaßen zweiteilt. Wenn ich mit meinen Turbotretern durch die Gegend düse, fühlt es sich an, als wären alle Blicke auf mich gerichtet. Danke, ich wollte eigentlich nicht... Ah, was soll's. Egal. Veit ist der Arenaleiter in unserer Stadt. Trotz seines jungen Alters trägt er schon die Verantwortung für die Minen. Er hat's echt drauf. Veit setzt Gesteins-Pokémon ein. Das sind schon tolle Pokémon, oder? Die wirken so robust und kantig. Damit wissen wir den Typen schon mal und haben mit Plinfa einen Typenvorteil. Das ist gut, das ist sehr gut. Der Arenaleiter ist in die Mine gegangen, um dort zu arbeiten. Es gibt viele verschiedene Arten von TMs, deshalb kann es ganz schön verzwickt sein, sich zu entscheiden, welches Pokémon welche Attacke lernen soll. Hast du die Lüftungsschächte gesehen? Über sie kann der Dampf aus dem Untergrund abgelassen werden. Ah, der erste Hind auf den Untergrund, geil. Im Untergrund, da muss ich auch noch gucken, wie ich das mit dem Pokémon-Fang handhabe. Ob wir für jede Untergrundhöhle ein Pokémon fangen können, müssen wir gucken, wenn wir da sind. Du, hör mal, hast du ein Pokémon namens Macholo? Würdest du dein Macholo gegen mein Abra tauschen? Nein. Naja, da kann man nichts machen. Aber wenn du es dir anders überlegst, dann komm einfach wieder. Ich hab schon Abra. Was soll das? Ein Pokémon, das du durch einen Tausch erhältst, steigt schneller im Level auf. Doch Vorsicht, ist dein Level zu hoch, wird es dir eventuell nicht gehorchen. Wenn du genügend Orden hast, sollte das aber kein Problem für dich sein. Danke. Danke, Oma. Jedes Pokémon verfügt über eine besondere Kraft, eine sogenannte Fähigkeit. Gut zu wissen. Inwieweit mein Pokémon und ich uns ähnlich sind, das lässt sich nicht so leicht erklären. Von hier oben hat man zwar eine hervorragende Aussicht, aber nach draußen gehen ist so anstrengend. Kannst du mir vielleicht ein Pokémon namens Zubat zeigen? Tja, leider nicht, ich habe keinen Zubat. Und ob wir jemals einen Zubat bekommen... Zubat wäre schon geil, wenn wir das zu einem X-Bat machen könnten. Ne, X-Bat wäre schon fucking nice, aber mal gucken. Wir haben ja jetzt Abra, wenn wir es schaffen, Abra bis zu dem Simsala zu behalten, wird das richtig krass werden, das Vieh.
Wir haben von weit die Erlaubnis bekommen, unsere Pokémon in der Mine zu trainieren. In Sinnoh gibt es 8 Arena-Leiter. Das Ziel eines Trainers sollte es sein, von allen 8 Leitern je einen Orden zu erhalten. Ein Arena-Leiter ist nicht mit einem gewöhnlichen Trainer zu vergleichen. Ich würde dir daher empfehlen, so viele Pokémon wie möglich mit in den Kampf zu nehmen. Fängst du auch Pokémon? Hier, wenn du magst, gehört er dir. Okay, danke. Cool. Pokémon sollte man einen Spitznamen geben. So wird das Gefühl der Zusammengehörigkeit gestärkt. Er hat unser Anton Gabe genannt, allein wegen der Farbe. Ich kann mir bessere Spitznamen vorstellen. Oh, schade. Sein Anton heißt jetzt einfach Gelb. Einen dicken F für den gefallenen Bree in die Kommentare, Leute. Schade für Gelb, aber was soll's. So ist das Leben, da muss Gelb jetzt durch. Wusstest du, dass Pokémon derselben Art unterschiedliche Wesen haben können? Daher überrascht es mich eigentlich nicht, dass es auch schillernde Exemplare gibt. Hast du schon mal etwas von schillernden Pokémon gehört oder gar eines gesehen? Sie haben eine andere Farbe als ihre Artgenossen. Ein Pikachu zum Beispiel ist ja normalerweise gelb, stimmt's? Aber ein schillerndes Pikachu ist eher orange. Danke, ich hätte gerne ein Pikachu, aber ja, haben wir nicht. Die Lüftung tauscht die heiße Luft von unten gegen frische Luft von hier oben aus. Wenn ich so einen Lüftungsschacht sehe, möchte ich am liebsten meinen Kopf reinstecken und laut Hallo brüllen. Pokémon Arena von Erzeling, Arena Leiter Fight. Nennt mich Fight in Fels. Was? Wie? Oh, du bist das Trainer. Hast es mal wieder langsam angehen lassen, wie? Ich dachte schon, du kämst gar nicht mehr. Das hat sich der Arena-Leiter wohl auch gedacht, denn der ist schon lange wieder weg. Er meinte aber, er wolle zur, zur Erzeling-Mine. Ich habe meinen Orden ja bereits, daher ist mir das ziemlich egal. Spasti, Alter. Wollte nur angeben vor mir, dieser Saftsack. Hier in der Nähe erhebt sich ein gewaltiger Berg, den hatten wir schon. Jeder ist stolz auf die Mine. Während wir hier stehen und uns unterhalten, graben sie weiter, bis unter das Meer. Ich finde das einfach faszinierend. Los, Macholo, häng dich rein, schlag die Felsen klitzeklein. Danke für diesen nicht guten Reim. Du besichtigst die Mine? Wunderbar, das freut mich wirklich. Es ist immer gut, wenn man sich bemüht, etwas Neues zu lernen und den eigenen Horizont zu erweitern. Da hat er nicht Unrecht. Geil, die Mine ist echt schön geworden, muss ich ja schon sagen. Diesen Hügel aus schmutzigem Sand hier nennt man Abraumhalde. Dieses Abfallprodukt entsteht, wenn man Schächte für den Kohleabbau gräbt. Falls es dich interessiert, hätte ich da noch mehr unnützes Wissen für dich. In Höhen kennt man die Abraumhalde aus irgendeinem Grund unter dem Namen Schutthalde. Danke, danke für dieses wirklich unnütze Wissen, Bruder. Du hast mich so viel in meinem Leben gelehrt. Was für ein Spasti, Alter. Uff. Oh, hier müssen wir wieder kämpfen, ne? Eine Kapsel X-Verteidigung, okay. Bringt uns eher wenig, weil das zählt als Item, wenn wir es einsetzen im Kampf. Gut, hier geht's weiter. Alle Minenarbeiter haben ihr eigenes Pokémon mit dabei. Es könnte gut sein, dass du zu einem Kampf herausgefordert wirst. Also Obacht, hahaha. Boy, das war ein Satz. Da waren Pokémon, die wie Steine ausgesehen haben. Bin ich vielleicht erschrocken. Das ist ein Encounter. Gut. Kleinstein haben wir schon, das heißt, es gibt für uns einen Reroll. Trotzdem werden wir das Kleinstein für EP mitnehmen. Der überlebt ein... Ach so, wegen Robustheit, ja gut. Oh, wir haben dann einen Kleinstein mit seiner zweiten Fähigkeit gefangen. Das ist gut, das ist nicht schlecht. Tschüss. Perfekt. So, das dürfte die Erzilling-Mine sein, ne? Ich will nochmal rein und raus gehen. Ja, gut. Leute, ich werde den Part aber an der Stelle beenden. Im nächsten Part werden wir hier unseren nächsten Encounter fangen und die Erzeling-Mine erkunden. Ich bedanke mich an der Stelle aber bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr Pokémon-Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag.
Ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. In diesem Part haben wir ja noch Erzeling erkundet und so. Ja, und dann sehe ich euch hoffentlich im nächsten Part wieder. Bis dann!